Moin Moin und willkommen an Bord, ich bin's euer Cap und heute am Steuer mit einem nächsten Comic Drop. Außerdem sage ich euch, warum ihr da draußen keine Gems mehr kaufen solltet, außerhalb der App, sondern eigentlich nur noch in der App. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig und wir schauen uns auf jeden Fall noch das nächste Play-to-Burn-Spiel vom Omitoken an, das und mehr jetzt in diesem Video. Wenn du auch in Zukunft von mir keine Videos verpassen möchtest und keine wichtigen Infos zu Vivien Nekomi verpassen möchtest, dann abonniere doch auf jeden Fall auch sehr gerne meinen Kanal und aktiviere die Glocke, denn so verpasst du da draußen auf jeden Fall kein neues Video und keine wichtigen Infos zu Vivi und Nekomi. Starten wir mit dem ersten Spiel rein und das ist nämlich von Fat Productions. Das Ganze habe ich ja schon mal angekündigt. Jetzt ist das Ganze auch für Apple wie auch Android verfügbar. Ich werde euch beide Links unten in die Videobeschreibung packen. Das ist natürlich wie alle anderen Burn-Spiele auch schon, dass durch das Spielen in der App selbst Omi-Token aus dem Circulation Supply geholt werden. Ich weiß nicht genau, wie das jetzt funktioniert. Ich glaube, das war jetzt in die Reserve World auch wieder, dass durch Werbung, die ihr euch dort anschaut, das heißt diese Ads, dann wiederum mit dem verdienten Geld Omi-Token aus dem Circulation Supply geholt werden. Das heißt, der Circulation Supply wird auch hier mit dieser App weiter geburnt, beziehungsweise wird einfach verringert, was an der Stelle sehr positiv ist. Bleiben wir direkt auch nochmal beim Omi-Burn und schauen uns den direkt mal an. Momentan haben wir 63 Milliarden Omi-Token geburnt, beziehungsweise wir haben fast eigentlich genau 63 Milliarden geburnt. Das ist ein extremer Fortschritt und zeigt auf jeden Fall, dass der Omi-Burn hier weiter vonstatten geht und ich bin extrem gespannt, wie schnell das jetzt auch in nächster Zeit noch weitergehen wird. Schauen wir uns den nächsten Comic-Job an und das wird Thor Hashtag 1 sein aus 2014. Nicht verwechseln mit dem anderen God of Thunder Comic, was wir jetzt letztens gesehen haben. Das Ganze ist außerdem mit der First Appearance of Jane Foster, die dort unter anderem auch mit dabei ist. Das Ganze droppt am Donnerstag um 17 Uhr deutscher Zeit, natürlich wie immer im Blindbox-Format. Für mich persönlich sind das auch wieder Cover, wo ich einfach sagen muss, das muss man mögen. Ich finde die Ultra Rare wie auch die Secret Rare extrem cool. Da hoffe ich auf jeden Fall drauf und ansonsten schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare, ob das für euch ein Job ist, den ihr mitnehmen würdet. Auf Go Collect selbst geht das ganze Comic auch nicht gerade teuer über den Tisch. Wir reden hier bei einer 9.6 von gerade einmal 150 Dollar. Das ist etwas mehr als das andere Comic, was wir von Thor gesehen haben. Trotzdem an der Stelle auf jeden Fall kein super teures Comic. Ich denke mal, ich werde mir ein oder zwei Comics trotzdem davon holen, einfach um auf die Secret Rare bzw. auf die Ultra Rare zu gamblen. Als letztes kommen wir noch zu dem Thema, was ich am Anfang angesprochen habe. Passt bitte auf mit Gemkäufen außerhalb der App ab jetzt. Denn Vivi hat hier seine Terms of Conditions geändert und hier steht jetzt drin, dass das Handeln bzw. das Kaufen außerhalb der App nicht mehr akzeptiert wird bzw. auch nicht mehr toleriert wird. Das heißt, schaut auf jeden Fall, dass ihr das Ganze versucht zu vermeiden. Alles andere ist auf eigenes Risiko, wenn ihr außerhalb der App kauft. Wenn ich weiß, was ich jetzt damit meine, außerhalb der App kaufen, damit meine ich den Prozess, wenn ich euch zum Beispiel 100 Euro per PayPal überweise, dass ihr mir sozusagen ein Collectible verkauft, beziehungsweise ich ein Collectible reinstelle und ihr das kauft und ich dadurch halt einfach offline außerhalb der App Gems mir aufladen. Das deutlich günstiger. Das heißt, hier auf jeden Fall aufpassen, wenn ihr das macht. Ihr geht dort euer eigenes Risiko ein. Außerdem denke ich mal, ist das ein Schritt, der hier außerdem sehr entscheidend ist und auch ein großes Signal ist daran, dass wir bald Payout sehen werden, dass einfach diese Sache jetzt rausgenommen wurde und wir Payout schon nächste Woche sehen können für alle. Ansonsten war es das jetzt auch schon wieder mit diesem ganz kurzen Informationsvideo zum Mittwoch. Wenn dir das ganze Video gefallen hat, gebt dem ganzen Video auf jeden Fall sehr gerne mal ein Like hier unter diesem Video und ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zusehen und wünsche dir da draußen noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Macht's gut und ciao, ciao.